Sebastian S. Punkt. Sebastian S. wie Siegfried. Sebastian, komm auf die Bühne. So besinnlich jetzt, ne? Moin Sebastian, wer bist du? Der Mike. Fahren, fahren auf der Autobahn. Das ist das Lied. Kennt ihr das Lied von Kraftwerk Autobahn? Ja? Oder habe ich mich völlig verschätzt in dem Schwierigkeitsgrad der Frage? Ich habe gedacht, das kann man auf jeden Fall machen. Ich gebe dir erstmal ein Bier. Du weißt es aber nicht, oder? Ich hätte es nicht gewusst. Du guckst ahnungslos. Ruhig ins Mikrofon, bitte, Sebastian. Alter und Beruf. Also ich hätte es nicht gewusst. 31 und Lehramtsanwärter. Was für Fächer? Geschichte. Nur Geschichte? Muss man nicht mehrere immer haben? Ich habe noch eine förderpädagogische Sonderausbildung dazu. Okay, dann Prost. Danke. Und Mike. Alter und Beruf? 37, Informatiker. Informatiker. Wir haben aber schon irgendwie eine große Schwemme von Computerfachleuten hier. Informatiker, Softwareentwickler, alles mögliche am Start. Aber du kommst jetzt nicht aus der Truppe wie die Jungs. Nein, da haben wir irgendwie so eine größere Gruppe. Ich muss nochmal über das Stück nachdenken. Fromse US Top LP. Na, cool. Ich würde sagen, wir fangen an zu spielen, denn so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Also bitte, dreh am Rad. Was ist denn die Uhr? No? Viertelstunde. Und wir haben es gleich mit Politik und Geschichte zu tun. Das ist ja direkt dein Fach, was du da gerade, wo du dich jetzt sehr, sehr blamieren kannst. Habe ich das schon mal erzählt, dass wir schon zweimal Deutschlehrerinnen hatten, die falsch buchstabiert haben bei uns? Kein Scherz. Das waren eigentlich so auch schon mit die schönsten Erlebnisse, ne? So mit dem. Also wir hatten häufiger, glaube ich, Lehrer, die halt gerade in ihrem Fach nicht so besonders gut ausgesehen haben oder vor allen Dingen angehende Lehrer, aber das wird heute super bei dir. Was beinhaltete der sogenannte Marshallplan? A. Ein Hilfsprogramm für den Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. B. Plan zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. C. Plan zum amerikanischen Einmarsch im Irak. Oder D. Festlegung der Reparationszahlungen Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg. A. Das ist natürlich A. Selbstverständlich. Easy, easy, easy. Zweite Runde. Freie Auswahl der weißen Felder. Wieder Computerspiele, Geografie, Klatsch und Tratsch, Teekesselchen, Sport, Musik, Politik und Geschichte, aber es ist jetzt die vorne Literatur. Was ist dein Lieblingsgebiet? Wir machen mal Literatur. Das ist gut. Das hatten wir heute noch nicht. Das hatten wir erstens heute noch nicht und zweitens wird es wirklich, wirklich sehr, sehr selten gewählt. Frau Gilzer ist gerade wirklich leicht errötet vor Erregung. Und hier kommt eure Frage. Wie heißt die weibliche Hauptfigur der Erotikromanreihe Shades of Grey? Ist das A. Emily Iron, B. Anastasia Steele, C. Penny Copper oder D. Mandy Fisthammer? Ich sag's nochmal. Emily Iron, Anastasia Steele, Penny Copper oder Mandy Fisthammer? Komplett falscher Fuß. Ja. Aber was war nochmal B? B ist Anastasia Steele. Klingt für mich noch am wahrscheinlichsten. Nimmst du's? Ich würde es nehmen. Dann nimm es, denn es ist richtig, natürlich. Sehr gut. Ich bin um drei Bier. Ach so, ja. Nein. Wieder das Quickquiz, wie so oft. Und nicht die beliebte Computerspiele-Rubrik. Ihr wisst ja, wie es läuft. Nichts Falsches sagen. Los geht's. Sie behauptet von sich in einem Song kein Hollaback-Girl zu sein. Gwen Stefani. Es ist richtig. Die kleine Meerjungfrau ist das Wahrzeichen dieser Stadt. Kopenhagen. Richtig. Blau und diese Farbe finden sich im IKEA-Logo. Gelb. Das ist richtig. Mit dieser Serie wurde Pamela Anderson bekannt. Baywatch. Das ist auch richtig. Und das ist Helmut Kohls Lieblingsgericht. Das Saumagen. Saumagen. Natürlich Saumagen. Alles richtig. Super. Applaus. Gut. Um vier Bier geht's.
Und wir haben Geografie als Thema. Welches ist das am wenigsten dicht besiedelte Bundesland? Ist das A, Nordrhein-Westfalen, B, Mecklenburg-Vorpommern, C, Sachsen-Anhalt oder D, Niedersachsen? MV, also Mecklenburg-Vorpommern. Und das ist richtig. Natürlich, machen wir kurz. Das passt. Vier Bier. Das geht ja wirklich rasant bei euch. Ich bin mittelstark begeistert. Das unmoralische Angebot. Bei dem Lauf würde ich es gar nicht nehmen, aber ich mache es euch natürlich trotzdem mal das Angebot. Wir machen weiter. Ja, ne? Ihr habt aber trotzdem noch mal eine Auswahl mit einer Zahl. Ich habe noch von, für euch 1, 2, 3, 4 oder 5 tatsächlich. 5. Eins hatten wir doch vorhin schon weg, oder? Nee, habe ich behauptet, war aber gar nicht so. 5 wären gewesen, 20 Bier. Aber komm, das macht ihr doch auch so. Aber ist jetzt. Easy. Welcher Hersteller produzierte von 1970 bis 1988 den Manta? Opel. Natürlich, Opel Manta, selbstverständlich. Spiel um 10 Bier. Joker ist auch immer noch da. Oh nein! Oh. So eine schlimme Rubrik heute, oder? Die ist ja jedes Mal dran. Jetzt aber mal 2 Runden weiter, wäre irgendwie nur gerecht. Die Currywurst beim Curry Süd, natürlich, selbstverständlich. Ab zum Konnewitzer Kreuz, lecker Currywurst essen. A bis Z. Nehmen wir natürlich auch nochmal. Ich mache hier mal ein bisschen Musik an dazu. Wie heißt Zehe auf Englisch? Toe. Richtig, Toe. Top. Die Zehe am Fuß oder der Zeh heißt natürlich Toe. Ich kenne das von den berühmten Peep Toes. Musik. Das hast du mir mal beigebracht. Das sind Schuhe, die vorne ein Loch haben. So kann man es sagen, oder? Schuhe, die vorne ein Loch haben. Musik. Wir nehmen Musik. Aus welchem Jahr stammt der Song I like to move it, move it? Von Real to Real. A. 1983, B. 1993, C. 2003 oder D. 2013? 93 würde ich sagen. Du sagst 93. Eingeloggt? Richtig. 1993. I like to move it, move it. Den Kindern ein großer Begriff durch die Madagaskar-Serie. Deswegen kann man das auch mal falsch einordnen. Und eine Runde weiter. Sehr gut. Also, ganz kurz. Ich will mal ganz kurz zusammenfassen. Denn ihr könnt natürlich jetzt theoretisch aufhören wegen dem Finale und so. Und dann würden wir ein Stechen generieren zwischen euch und dem Stefan. Aber ihr könnt natürlich einfach noch mal ein bisschen den Sack zumachen. Wir haben noch 10 Minuten. Wir müssen uns eigentlich gar nicht hetzen. Und dann spielt ihr noch weiter, oder? Wir machen weiter. Dann spielen wir 20 Bier. Top. Hast du dir ein Ziel nach oben genommen, wo du aufhörst? 100? Mal sehen. Mal sehen. Publikumsjoker Deluxe. Interessant. Da brauche ich natürlich bei so einer Stufe mal jemanden, der richtig ehrlich mitspielt. Und ich habe da auch schon jemanden im Auge. Weil sonst wird das nämlich hier alles zum großen Schmuh. Ist ein bisschen länger, die Frage, die ich gleich den Leuten stellen werde. Ich weiß natürlich nicht, wer das von euch wissen könnte. Natürlich gibt es jetzt Leute, die es vielleicht wissen und dann sagen, ich sag aber nichts, weil ich finde es gerade so schön spannend. Aber ich kenne auf jeden Fall genug Leute hier, die einfach sagen, mir doch egal, ich will das verdammte Bier haben. Und deswegen, mal gucken. Aber ich weiß natürlich nicht, ob das jemand weiß. Die Frage ist echt schwer und kommt aus dem Bereich Werbung. Also wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, nochmal den Joker zu drücken. Nein. Jetzt habe ich die Frage schon euch gezeigt. So. Das heißt, jetzt ist es gelaufen mit dem Joker. Dann gebt euch Mühe. Also das heißt, du glaubst, es weiß jemand? Du musst mir jetzt nur sagen, okay. Ach so. Du musst mir jetzt bitte sagen, weiß das jemand und ruft das gleich jemand richtig rein? Oder weiß das niemand und es ist Stille im Publikum, wenn ich die Frage vorlese? Nein, das weiß jemand. Da bist du dir sicher. Also er meint, das weiß jemand, ich schließe mich ihm an. Okay. Ich bin so ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, weil das ist nämlich eine sehr schwere Frage, wie ich finde.
Ich hätte es auf jeden Fall nicht gewusst und du weißt es auch nicht. Wir bleiben dabei? Alright. Wie heißt der Darsteller aus dem Nescafé-Werbespot, der mit dem Satz "Ich habe gar kein Auto" berühmt wurde und später mit der Schauspielerin Jutta Speidel liiert war, mit bürgerlichem Namen? Ich sag nochmal, wie heißt der Darsteller aus dem Nescafé-Werbespot, der mit dem Satz "Ich habe doch gar kein Auto" berühmt wurde, später mit Jutta Speidel liiert? Ich möchte seinen Namen hören. Es ist nicht Manni Weber, nein. Hat jemand eine Idee? Dann muss ich die Frage leider, es ist nicht Lorenzo oder irgendwas, nein, ihr habt jetzt alle italienischen Namen schon mal genannt, aber dann muss ich leider sagen, die Frage wurde falsch beantwortet und es wäre natürlich Was? Du weißt das? Wer ist das? Licht wieder an! Wieso sagst du es nicht? Es lasse ich gelten, natürlich! Natürlich lasse ich das gelten! Oh, danke! Dankeschön, danke! Ich hatte zwar schon angesetzt mit der Zeile Bru, aber es ist Bruno Macalino tatsächlich. Macalini? Wir haben jetzt 20. Macalini, natürlich. Oh ja, sehe ich es auch. Ich habe genau die Karte an der Stelle geknickt. Macalini ist es. Bruno Macalini. Ich lasse es gelten, denn es kam noch, bevor ich es gesagt habe. Es war so ein bisschen halbseiten zwar, aber es kam. Es war haarscharf. Es war haarscharf. Wie geht's weiter? Nochmal. Wie geht's weiter? Spielt ihr noch eine Runde oder hat ihr auf? Ich höre auf. Du hast auf. Ein Riesenapplaus bitte für Sebastian und Mike natürlich. Du kriegst noch dein bringst du das dem oder hier, bitteschön. Das ist der Umschlag, hätte ich fast gesagt. Das ist der Gewinn, den du heute gemacht hast. Den kannst du dir nacheinander abstreichen lassen. Zu dem Gewinn möchte ich noch mal was sagen. Und zwar natürlich könnt ihr dieses Bier hier jederzeit trinken und auch bevor die Show losgeht. Aber ihr könnt es nicht an der Kaffeebar trinken da hinten, wo es auch das Essen gibt. Weil dort gibt es gar keinen Urkostitzer, weder gezapft noch aus der Flasche. Das heißt, wenn der Saal vorher abgeschlossen ist, könnt ihr natürlich auch noch nicht an diese Bar hier rangehen, aber dann gibt es im Fuchsbau noch eine Bar. Und da müsstet ihr dann eure Biere dann jeweils holen. Natürlich auch, wie gesagt, bei jeder anderen Veranstaltung hier, wenn ihr bei einem Konzert seid oder bei irgendwie einer Disco oder bei irgendwas anderem, könnt ihr euch das hier holen. Aber es muss halt eben Urkrossitzer sein. Das geht dann aber sowohl gezapft als auch in der Pulle oder im Zweifelsfall sogar alkoholfrei, wenn ihr keinen Alkohol trinken wollt oder so. Alles kein Problem. Aber es geht eben nicht hinten an der Kaffeebar, wo es das Essen gibt. Es lohnt sich nicht mehr, noch jemanden dran zu nehmen. Wir haben nur noch 4 Minuten. Das wäre die Variante. Oder wollen wir noch ein bisschen mit dem Publikum spielen in der Zeit? Gewinnen kann eh keiner mehr, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ich stelle noch mal ein Bier zur Verfügung. Publikumsjoker Deluxe, was haben wir denn hier noch so Schönes? Was ist das berühmteste Werk des Vaters von Walzerkönig Johann Strauss? Der Radetzky-Marsch, natürlich ist er das. Selbstverständlich, natürlich für dich ein Bier, ich bring's dir auch. Kannst du uns den Radetzky-Marsch mal ansingen? Dann mache ich das mal kurz, warte mal. Ich kann das nämlich, aber du musst mir das Mikrofon halten. Ich kann das vormachen. Und zwar geht das, glaube ich, so. Das ist der Radetzky-Marsch und der ist tatsächlich von dem Vater von Walzerkönig Johann Strauß, der natürlich auch Johann Strauß heißt und der deswegen Johann Strauß Vater genannt wird. Wie fantasievoll. Einen machen wir noch. Hat aber noch nicht geklingelt. Publikumsjoker Deluxe. Wer war die erste US-amerikanische Frau und insgesamt die dritte Frau überhaupt im Weltraum? US-Frau. Wer war die erste US-amerikanische Frau, damit insgesamt die dritte Frau im Weltraum? Es wäre gewesen Sally Kristen Wright. Das war am 18.06.1983. Nicht beantwortet. Ja.
Eine machen wir noch. Ein Bier habe ich noch. Süß. Oh, das ist aber auch schwer. Asterix. Schönes Thema erstmal. Und ich habe wirklich alle Bände gelesen. Diese Frage hätte ich trotzdem nicht gewusst. Wie heißt der in den Asterix-Bänden vorkommende Druide Miraculix im französischen Original? Schön. Dafür kriegst du das Bier auf jeden Fall. Komm. Für alle, die es nicht gehört haben, die Antwort war Miraculix. Nicht ganz, ehrlich gesagt. Hat noch jemand eine andere, wirklich ernst gemeinte Antwort? Hm? Nee. Und zwar, wie? Nee, Druidix oder so ist es nicht. Es ist Panoramix. So von Panorama abstammend. Keine Ahnung, wie sie darauf gekommen sind. Aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr, sehr schwere Frage. Eine letzte machen wir noch. Noch einer muss noch ein Bier gewinnen. Und dann machen wir noch diese hier. Jetzt habe ich natürlich gar kein Bier mehr. Brauche ich noch eins? Und dann kommen wir natürlich gleich zum spannenden Finale zwischen Stefan und Heiko. Letzte Frage, Publikum Joker Deluxe. Wie lauten die ersten 7 Worte des von Cäsar verfassten Textes über den gallischen Krieg? Richtig. Du musst es aber nochmal ins Mikrofon sagen. War es von dir? Sag nochmal bitte, wie lautet es? Gallia est omnis divisa in partes tres. Und was heißt es auf Deutsch? Gallien ist im Ganzen in 3 Teile geteilt. Das ist richtig. Bitteschön. Selbstverständlich. Also das waren die ersten 7 Worte von Cäsars verfassten Textes über den gallischen Krieg. Und jetzt bitte einen großen Applaus für unseren amtierenden Champion Heiko und für Stefan bitte. Und Sebastian natürlich, Sebastian natürlich. Stefan wurde ja überholt vom Sebastian. Jetzt bin ich gespannt. Masterthema Heroin. Heiko, erstmal willkommen. Hau dich hin. Heiko, weil wir noch gar nicht das Vergnügen hatten, würde ich dir erstmal ein Bierchen aufmachen. Ja, gerne doch. Es ist jetzt natürlich eine doppeldeutig klingende Frage, aber wie hast du dich auf das Thema Heroin vorbereitet? Nachdem das ja beim letzten Mal trotz Vorbereitung nicht so gut geklappt hat, also ich jedenfalls die Fragen nicht beantworten konnte, habe ich diesmal wieder die sparsamere Variante gewählt und Heroin bei Google eingegeben. Ja, und na gut, dann kann man ja trotzdem sich entweder vollkommen darin verlieren oder... Aber ich habe nicht die 448.000 Treffer oder was das waren angeguckt. Ja, das heißt, du hast dich dann mal so bei Wikipedia umgetan und... Vielleicht mal so ein paar Formeln auswendig gelernt oder so? Oder wie war deine Vorbereitung? Ja, das trifft ganz gut. Okay. Ja. Also ich habe für euch natürlich wieder jeweils eine halbe Kiste Spielbier. Da sind jeweils 12 Flaschen drin. Die könnt ihr jetzt gleich setzen. Und zwar je nachdem, für wie gut ihr euch haltet, setzt ihr entweder ganz viel, nämlich zum Beispiel 12, oder ganz wenig, zum Beispiel 0. Und ihr müsstet mir, um diese Anzahl, die ihr dort setzt, doch oben drauf zu bekommen auf eure Kiste, müsstet ihr mir bitte von den 3 Fragen, die ich euch stelle, mindestens 2 richtig beantworten. Könnt ihr aber nur eine Frage beantworten, wird euch die Summe, die ihr gesetzt habt, abgezogen von den 12. Am Ende ist aber nur der Champion, der mehr hat in der Kiste als der andere am Schluss. Und der ist erstens Champion und kann das Bier dann auch mit nach Hause nehmen. Wir machen das... Wie immer so, dass du jetzt erstmal dein schönes Bier genießt und nochmal kurz später hochkommst. Aber erstmal musst du natürlich noch den Tipp abgeben. Und da kommst du mal zu mir hier auf die Ecke und schreibst auf den Zettel mal eine Zahl zwischen 0 und 12. Und du, Sebastian, machst bitte genau das Gleiche, vielleicht hier auf dem Urkrossitzer, auf der Kiste oder so. Und faltest das so zusammen, dass wir das irgendwie alle gar nicht sehen können, dass ihr auch untereinander natürlich nicht seht, was der andere gesetzt hat, sodass für uns bis zum Ende die Spannung dann auch übrig ist. Ich gebe dir das auch direkt schon mal. Und während Heiko noch den Tipp abgibt, und sich da noch mal kurz hinsetzen darf, würde ich dich bitten, wechsel doch mal bitte auf den Hauptstuhl und nimm auch das andere Mikrofon dann. Und dann wäre die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, natürlich, was sind denn deine Lieblings-3 Rubriken von den weißen Feldern außer Teekesselchen? Politik und Geschichte auf jeden Fall. Ja. Also es ist auch möglich, die Wechselrubrik zu nehmen. Computerspiele kann man nehmen, wenn man möchte. Geografie würde ich noch nehmen. Ja. Und... Geht auch A bis Z? Ja, natürlich. Das dann geht A auch. Bis Z. Okay, dann haben wir die 3. Ich stelle dir die 3 Fragen erstmal so in kompletter Reihenfolge hintereinander weg. Du kannst sie dann in beliebiger Reihenfolge beantworten. Wir können sie dann nochmal nacheinander so durchgehen. Antwortmöglichkeiten gibt es nicht, Hilfe gibt es nicht, vorgesagt wird auch nichts, denn du bist schließlich im Finale und dann müssen wir natürlich die Schraube auch ein bisschen anziehen.
Egal wie viele Fragen du davon beantwortest, entschieden ist nichts. Erstmal gucken wir dann auch noch, was dein Gegner macht. Politik und Geschichte. Wer ist seit Juni 2014 Staatspräsident der Ukraine? Geografie. Wie heißt der zweithöchste Berg der Erde? Und A bis Z, wie nennt man das Gesamtwerk eines Künstlers? Los geht's. Gesamtwerk eines Künstlers ist, erstmal, höchste Berg ist zweithöchste Berg ist K2. Zweithöchste Berg, K2, logge ich ein. Was war die erste Frage? Politik und Geschichte. Wer ist seit Juni 2014 Staatspräsident der Ukraine? Natürlich nichts vorsagen, bitte. Also Präsident ist Poroschenko. Das logge ich ein. Und das Gesamtwerk eines Künstlers. Genau, das ist bei A bis Z. Wie nennt man Opus. Das? Opus. Bitte? Opus. Opus. Das ging ja schnell. Aus und Auflösung. Fangen wir direkt mal an. Wie nennt man das Gesamtwerk eines Künstlers? Opus meint, glaube ich, was anderes. Das ist ein einzelnes Werk. Ich bin jetzt auch nicht in der Klassik so ganz zu Hause, aber ich habe nach dem Wort Œuvre gesucht. Das ist das Gesamtwerk eines Künstlers. Nicht der Opus, das ist vielleicht ein sehr wichtiges Werk im Leben eines Künstlers, dann aber auch nur in einem bestimmten Bereich. Weil da würde ich sagen, zum Beispiel bei einem bildenden Künstler dürfte es nicht hinhauen. Okay. Ja, also das Œuvre eines Künstlers, danach habe ich gesucht. War nicht richtig. Wer ist seit Juni 2014 Staatspräsident der Ukraine? Du sagst Petro Poroschenko und das ist natürlich richtig. Und jetzt, natürlich kommt es drauf an, wie heißt der zweithöchste Berg der Erde? Du sagst K2. Die Antwort ist richtig. Gut. Alles schön gemacht. Du kannst dich erstmal wieder unten entspannen. Und wir kommen jetzt zum Heiko. Bitte sehr, nimm Platz, Heiko. Hier ist der Umschlag, versiegelt natürlich. Um die Frage von vorhin mal zu klären, die ich hatte mit dem Chemiker, der bei Bayer arbeitet, wie viel Chemie macht man als Apotheker? Eine ganze Menge. Das heißt, du bist ein halber Chemiker? Wenn ich jetzt ja sagen würde, reißen mir irgendwelche Chemiker wahrscheinlich den Kopf ab, aber man hat zumindest eine ganze Menge so Basischemie, ja. Okay. Und der Rest ist halt auch noch chillen und so? Davon eher weniger. Und natürlich irgendwie so Leute halt einfach so, ja, nehmen Sie das mal. Und dann lesen die ja selber nur in der Packungsbeilage, wie man es zu nehmen hat, wie oft und warum. Aber nein, Quatsch. Ich will natürlich hier den Beruf des Apothekers, der sehr, sehr wichtig ist, in keinster Weise diskreditieren. Ich mache nur Spaß. Aber jetzt, ich bin echt gespannt. Masterfrage Heroin 1. Wie viel kostete laut dem am 27. November 2014 vorgestellten Jahresbericht für Drogen und Drogensucht 1 Gramm Heroin im Jahr 2013 in Deutschland? Und ich weiß, es gibt so viele Leute vom Fernsehen, die sagen, das weiß jeder. Nein, das weiß nicht jeder. Masterfrage Heroin 2. Wie lautet die Summenformel von Essigsäureanhydrid, mittels dessen Morphin an den beiden Hydroxygruppen acetyliert wird, wodurch Heroin entsteht? Habt ihr verstanden, ne? Und Masterfrage Heroin 3. Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Indem es um die Heroinszene am Berliner Bahnhof Zoo geht, ist das erfolgreichste Sachbuch der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Wie heißt Christiane F. mit vollem Namen? Bitteschön. Reihenfolge, Fragezeichen? Womit fangen wir an? Lies dann auch gerne nochmal vor. Ja, an die Fragen kann ich mich schon erinnern. Also ich fürchte, ich weiß es nicht. Die Summenformel kriegen wir zusammen. Eigentlich müsste ich mir ein bisschen was aufschreiben. Darf ich aufschreiben oder muss ich es im Kopf machen? Du kannst, habe ich eigentlich nichts dagegen. Wenn dir das irgendwie hilft, das hatten wir auch noch nicht, aber, also... Naja, dann kann ich die Atome abzählen. Das ist ja nicht so, also... What? Dann bitteschön.
wahrscheinlich wird das total peinlich, weil ich daneben liege dann. Ja, also wenn du das machst, dann darf ich auch was, und zwar mit dieser Kamera hier. Wir gucken uns das nochmal später im Fernsehen an, was er hier jetzt aufschreibt. Da bringen die mich jetzt um, also das wollen wir natürlich jetzt sehen. Also, das sieht man wahrscheinlich nicht. Nimm mal das Bier zur Seite, bitte. Weil das Bier da drauf liegt. Das sieht man dann schon. Ich versuche euch mal zu beschreiben, was er schreibt. Er schreibt ein C, er schreibt ein Minus, er schreibt ein C, er schreibt ein O, er schreibt ein O, er schreibt ein H. Er schreibt ein H, er schreibt eine 3. Er überlegt. War's das? Nein, das ist Essigsäure. Bring mich nicht aus dem Konzept. Ah, okay, alles klar. Mit ein bisschen Druck musst du klarkommen. Du hast schließlich einen Zettel und einen Stift bekommen. Das hat noch keiner hier im Finale. Wir fangen erst mal mit den anderen Fragen an. Dann kann ich noch ein bisschen über die Formel nachdenken. Jetzt stehe ich hier einmal, weißt du? Na gut, dann mache ich aber noch trotzdem Druck, indem ich das direkt in die Fresse richte. Wenn ich mich nicht täusche, wird auf dem Heroinmarkt zwischen weißem und braunem Heroin unterschieden. Von welchem wollt ihr denn den Preis wissen? Das wird allerdings, während du noch weiterschreibst, das wird allerdings tatsächlich in dieser Statistik nicht thematisiert. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass, wenn du diese Statistik kennen würdest, die ja eigentlich zu dem Thema so ein bisschen mit dazugehört, ich meine, man könnte jetzt auch sagen, Nee, ich glaube, das kann ja sein, dass es irgendwie eine Mischung aus beiden ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich möchte von dir auf jeden Fall, ich kann es so, wie es hier steht, nochmal vorlesen. Wie viel kostete laut dem 27. November 2014 vorgestellten Jahresbericht für Drogen und Drogensucht ein Gramm Heroin im Jahr 2013 in Deutschland? Man kann vielleicht dazu sagen, ausgenommen das erste Gramm, denn das ist ja immer umsonst, oder? Und da gibt es eine Statistik und da wird nicht zwischen braunem und grünem unterschieden. Ja. Also ich habe nur Preisspannen gelesen und die bezogen sich, glaube ich, auf Westeuropa im Allgemeinen. Da war das Braune ein bisschen günstiger als das Weiße. Ich brauche eine, also das heißt, du brauchst nicht hinter dem Komma zu sagen, ich brauche eine gerade Eurozahl. Ich schätze jetzt eine Zahl und sage 47. Eingeloggt. Machen wir jetzt die Formel oder wollen wir erstmal über Kristani öffnen? Wir machen jetzt mal die Formel. Okay. Wenn ich jetzt nicht total daneben liege, dann ist es H6C4O3 oder Reihenfolge egal, ist ja eine Summenformel. Gibt's hier Chemiker? Bist du ganz kurz mal Licht im Publikum? Gibt's hier Chemiker? Apotheker. Bist du eine Freundin von ihm? Na, schlecht. Gibt's sonst noch einen Chemiker oder irgendjemand? Frage ist für mich gerade so, ist die Summenformel egal, ja oder nein? Also die Reihenfolge innerhalb der Summenformel. Also ich kenne jetzt sowas wie, Wasser ist H2O, nicht OH2. Kannst du mir das vielleicht erklären? Es geht einfach darum, wie viele Atome kommen in dem Molekül vor, sozusagen, okay. Aufsummiert. Okay, super, dann lassen wir das erstmal so stehen. Kommen wir zu Christiane F. Ich habe den Namen tatsächlich irgendwie heute Mittag gelesen, aber das war Fionomescu oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr. Soll ich das nie als Antwort nehmen, Fionomescu? Ja, nimm das. Das ging so in die Richtung. Fionomescu, eh? Na klar. Gut, wir lösen auf. Also wie heißt Christiane F., also das F eigentlich in Wirklichkeit, heißt sie wirklich Christiane Fionomescu? Nein. Sie heißt natürlich Christiane Felscherinov. Felscherinov. Fionomescu kann ich nicht gelten lassen. Wie laut die Summenformel von Essigsäure, Anhydrid mittels dessen Morphin an den beiden Hydroxygruppen acetyliert wird, wodurch Heroin entsteht, du sagst H6O4, C4O3.
Ich habe es in einer anderen Reihenfolge, aber wenn ihr sagt, das ist okay, dann lasse ich das gelten. C4, H6, O3, aber ist in Ordnung. Lass ich gelten. Und jetzt kommen wir dazu, was Heroin eigentlich kostet. Und du hast da jetzt irgendwie so eine Art Mischform gemacht oder so. Du hast gesagt 47 Euro. Also hinterm Komma brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Ich kann auch dazu sagen, wir reden jetzt ja vom Jahr 2013, weil deswegen kommt im November dann irgendwie die Statistik schon raus, weil sie das eben das vergangene Jahr beleuchtet. Ich kann sagen, es gab einen Anstieg des Preises um 14%. 43 Euro hat es 2012 noch gekostet. Und wenn du dir jetzt 14% auf 43 Euro raufrechnest, dann kommen wir raus bei 49 Euro und nicht bei 47 Euro. Mit Trinkgeld? Ohne Trinkgeld, Trinkgeld abgezogen. Ehrlich gesagt, es ist aber doch die reine Raterei gewesen, deswegen war es zwar nah dran, Respekt hast du aber trotzdem Frage falsch beantwortet, muss ich leider so sagen. So, jetzt kommen wir mal bitte zur Auflösung dessen, was denn wie gesetzt wurde. Und da hätte ich jetzt ganz gerne nochmal den Sebastian auf der Bühne. Sebastian, komm doch nochmal hoch. Und gib mir doch bitte mal die beiden Karten. Logischerweise, Heiko, bei dir wird's abgezogen. Heiko hat von den 12 Bier 11 gesetzt, das heißt, ein einziges bliebe übrig in seiner Kiste. Sebastian hat von seinen 12 Bier 12 gesetzt und ist damit neuer Champion bei Es geht an Bier. Riesen Glückwunsch erstmal. 24 Bier natürlich nach oben drauf gewonnen. Heiko, es tut mir leid, aber es war wirklich nah dran. Dreimal warst du oben, das nächste Mal darfst du einfach wieder angreifen. Feine Sache. Sebastian, zu dir. Kannst du deinen Titel verteidigen beim nächsten Mal? Nein. Nein. Kannst du jemanden schicken, der dich ersetzen könnte? Ich könnte jemanden finden, ja. Okay, dann werden wir darüber nochmal nach der Show sprechen. Vielleicht finden wir ja jemanden, der ein schönes Hobby hat oder so, wo ich ihn abfragen kann und der vielleicht dich würdig vertreten kann. Darf ich dich fragen, was du vorhast? Urlaub? Weg? Nein, ich muss arbeiten. Ah, naja. Also um die Uhrzeit? Nein, aber ich bin nicht in Leipzig, sondern in Freiberg und schaff's einfach nicht. Dann ist es natürlich ein bisschen zu knapp, aber trotzdem, vielleicht kriegen wir ja einen vernünftigen Ersatz hin. Vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Nochmal großen Applaus. Sebastian, unser neuer Champion. Und natürlich gleich weiter klatschen für unsere Technik-Crew. Riesenapplaus. Vielen Dank an das Team von Leipzig Fernsehen. Vielen Dank an euch. Und natürlich vielen Dank, die Beste, die reizendste aller Assistentinnen, Ladies and Gentlemen, Anne Gilzer. Mein Name ist Tim Tölke, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.